Hallo und guten Tag. Im Zuge von Corona planen Sie Ihre Dienstbesprechung als Videokonferenz. Hier haben Sie eine Liste und da sind die Personen aus den wichtigsten Abteilungen, die Sie eigentlich zu Videokonferenzen immer mal einladen, unterschiedlich. Mal den einen, mal den anderen. Den Erwin Hartmann, den haben Sie schon angerufen, der hat zugesagt. Den haben Sie mal fett und grün gemacht. Und bei dem Klaus Kotnitzki haben Sie sich überlegt, den brauche ich nicht, weil ich nehme vielleicht den Erwin Berger. Vielleicht brauche ich noch ein paar Leute nicht. Jetzt könnte ich praktisch die, die ich nicht brauche, wenn ich jetzt Gerlinde Müller auch nicht haben möchte, kann ich ja auch markieren, kann sagen, die soll rot werden und die soll durchgestrichen werden. Okay, dann habe ich die auch durchgestrichen. Ich kann es mir aber auch einfacher machen. Ich kann also auch meine Müller markieren, beziehungsweise stelle mich einfach rein und sage, ich will das Format übertragen. Jetzt habe ich mir diesen Pinsel geschnappt und sage, außer Buchhaltung brauche ich jetzt den hier nicht. Okay, jetzt ist mein Pinsel aber wieder weg. Was ist denn, wenn ich noch ein paar gleichzeitig streichen will? Dann markiere ich wieder eins meiner Wörter, beziehungsweise stelle mich hier rein und klicke mal meinen Pinsel zweimal. Jetzt ist mein Pinsel kontinuierlich festgelegt. Jetzt sage ich nochmal hier aus dem Versand, den brauche ich nicht. Und hier von der Kontrolle brauche ich einen nicht. Den streiche ich noch durch und den brauche ich auch nicht. Und einer aus dem Sekretariat reicht mir auch. Okay. Verkauf nehme ich auch noch einen raus. Ich kann jetzt so lange pinseln, wie ich will und nehme meine Leute hier raus. Wenn ich jetzt fertig bin mit Pinseln, lege ich meinen Pinsel wieder ab. So, und wenn ich mir jetzt überlege, Mensch, der Hartmann hat zugesagt und ich wollte vielleicht den Berger noch einladen, aber der Berger kann nicht, dann nehme ich jetzt doch den Skotnitzki. Dann kann ich jetzt zum Beispiel den Hartmann wieder nehmen und sage Format übertragen und pinsel den Müller an oder den Skotnitzki, je nachdem, wen ich eben haben möchte. So kann ich praktisch dieses Format ganz einfach übertragen und muss nicht immer jeden Schritt einzeln machen. Alles markieren, Farbe wechseln, fett machen oder rot machen und dann durchstreichen. So kann ich das auf einem Schlag machen. Und wenn gleich noch mehr zugesagt haben, dann klicke ich meinen Pinsel wieder doppelt und pinsele die alle an, die jetzt vielleicht zugesagt haben in meiner Videokonferenz, die ich dann dabei haben möchte. Okay, und schon ist Ihre Liste fertig, druckbereit und Sie müssen nicht immer viel durchstreichen und vielleicht wieder ändern. Und wenn jetzt noch wieder einer absagt oder zusagt, Sie wissen ja, mit dem Pinsel können Sie das entsprechend ändern. Okay, und dann den Pinsel wieder wegpacken und jetzt geht es ganz normal weiter. Jetzt könnten Sie wieder normal schreiben. Also Format übertragen ist wirklich eine ganz tolle Sache, gerade wenn man zum Beispiel eine große Ausarbeitung gemacht hat und hat dann eine Überschrift vielleicht besonders schön formatiert und überlegt sich, Mensch, ja, die anderen Überschriften könnten genauso aussehen. Dann einfach die schön formatierte Überschrift oder was auch immer, einfach markieren, Format übertragen. Wenn ich das nur einmal übertragen will, klicke ich den Pinsel einmal. Will ich es mehrfach übertragen an vielen Stellen, klicke ich meinen Pinsel doppelt und lege ihn hinterher wieder ab. Nützlicher Tipp für viele, wenn es geholfen hat oder gefallen hat, Daumen hoch, danke und tschüss.